So, herzlich willkommen zur neuen Folge Two-Man-Game. Langes her. Wir sind heute in Gießen bei Luis Figge. Erstmal Dankeschön für die Einladung hier, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Ich danke, dass ich bei euch mal zu Gast sein darf. Auf jeden Fall haben wir ja schon ein bisschen länger sogar geplant gehabt, ja, aber safe. Immer ist ja so, wissen ja, wie das ist. erzähl doch mal einfach, Luis, kurz für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie bist du zum Basketball gekommen und ja. Genau. Da gibt es eigentlich auch eine geile Story. Ich war 6 Jahre alt, als mein Dad mich mit zum Basketball genommen hat. Er selbst hat auch mal gespielt, das heißt, war schon in der Halle. Und beim ersten Training schon erstmal 10 Minuten zu spät gewesen. Dieses zu spät sein, das Syndrom habe ich auch noch ein bisschen in mir, das passiert mir auch noch häufiger. Und dann waren wir in der Halle und alle Kinder haben halt so schon einen Ball aus dem Ballnetz bekommen und da lag halt noch ein Ball und ich war der Letzte, ich ging in den Ball komplett platt, ne? Und dann die ganzen Dribbelübungen, die man halt machen muss als 6-7-Jähriger und ich dann den Ball auf den Boden geschmissen, der kam halt nicht mehr hoch, wieder aufgehoben, auf den Boden geschmissen und halt so Baseline-Läufe so auf den Boden schmeißen und wieder aufheben. Aber Coach hat nichts gesagt, oder was? Obwohl... Ja, Trainerin, die so, ja, probier's halt, ich war 6, keine Ahnung, das sieht ja eh nicht, es war ein platter Ball, so. Und dann im Endeffekt, ja, bin ich trotzdem dabei geblieben, bin dann nochmal gekommen, pünktlicher und auf einmal habe ich dann meinen ersten Ball bekommen. Ich weiß noch, wie ich mal mit meinem Dad in so einen Spielzeugladen gelaufen bin und dann waren da ganz viele Bälle und Papa so, hier, das sind die Dallas Mavericks, da spielt Dirk Nowitzki und ich so, boah, kann ich den haben? Und dann halt damals irgendwie 15, 20 D-Mark oder so, weiß ich nicht, obwohl, nee, war schon Euro, so 20 Euro und dann war ich so stolz auf diesen 5er Dallas Mavericks Ball und seitdem bin ich halt auch Dallas Mavericks Fan irgendwie und immer noch. Okay. Ja, also nach, ich hab... Fair. Ja, diese deutsche... Der Playoff-Run. Ja, muss man mitnehmen eigentlich, safe. Da habe ich auch mal wirklich bis 3 oder 4 nachts jeden auf irgendwelchen Stream-Seiten dann diese Playoffs angeguckt. Das war wirklich so legendär. Aber ja, das war so der Start in meine Basketball-Karriere. Da habe ich nebenher noch Biathlon gemacht, bis ich 13 war. Basketball und Biathlon. Verrückt. In Paderborn? Ach du Scheiße. Ja, bei meinen Großeltern in Winterberg. Das ist jetzt im Sauerland. Das ist so eine Stunde. Eine Stunde. Wie cool, hä? Das Biathlon. Schau meine Eltern immer an. Das ist geil. Echt jetzt? Guck dir immer ihr Sonntags in der ZDF. Ja, ja. Es ist auch so entspannt. DM irgendwie in USA. Ja, genau. Schön Kuchen essen. Ja, ich weiß. Es ist schon spannend, so zuzugucken. Ja. So nur Langlauf ist nicht meins, aber so mit diesen Schüssen in Kombination ist geil. Und dann hast du immer trotzdem so, hoffst du, dass die so treffen, die Deutschen, siehst die deutsche Flagge und hoffst, dass sie halt alle Scheiben weghauen, ne? Irgendwie so. Krass, Biathlon und Basketball, das habe ich noch nie gehört. Ja. Absolut. Du kannst deswegen so gut werfen? Ja, ich kann nicht so gut werfen. Also meine Quote struggle gerade ein bisschen, aber ich bin schon okay, muss man schon sagen. Aber nein, ich glaube, dass ich eher so einen Grundmotor dadurch bekommen habe, dass ich so eine Grundlagenausdauer halt dadurch gebildet habe, schon seitdem ich 8, 9 bin, die man halt im Basketball halt so jetzt an Ausdauer nicht vielleicht bekommt. Aber dadurch, da wird man halt auch schon mal ein bisschen anders geknechtet im Training. Und dann beim Biathlon jetzt? Ja. Und wenn ich dann Basketball und Biathlon mal auch an einem Wochenende gemacht habe, das heißt, meine Mama hat mich manchmal morgens vom Spiel direkt zum Wettkampf gefahren, da habe ich dann den Wettkampf noch mitgemacht. Und am selben Tag? Ja, mein Opa hat dann schön die Skier gewachsen, dann bin ich halt... das ist ja verrückt. Außen, ich war keine Ahnung, ich war elf, da hast du es noch gemacht. So, ich hatte halt diese eine Stunde Zeit dann dazwischen und dann habe ich da noch einen Biathlon-Wettkampf mitgemacht. Und ja, ich glaube, das war halt so diese Grundrausch an Sport war bei mir halt immer extrem hoch. Dadurch konnte ich halt auch immer irgendwie sehr viel trainieren und habe halt auch immer so eine Energie. Ich glaube, das hat mir schon ein bisschen geholfen bei Biathlon. Geil. Aber wie lange hast du das dann beides parallel gemacht? Also wann kam so der Punkt, wo du dich für eins von beiden entscheiden musstest? Ich habe Biathlon gemacht, bis ich 14 war. Und als ich 13 war, wurde ich deutscher Schülercup-Sieger im Biathlon. Also sozusagen so wie die deutsche Meisterschaft, so der Pokal, da gibt es 3, 4 Wochenenden. Und der Beste aus den ganzen Wochenenden zusammen ist sozusagen deutscher Meister, darf man das noch nicht nennen, weil deutscher Meister ab 14 ist, aber das ist sozusagen 13 gewesen oder mit 13 Jahren, habe ich das gewonnen und dann im Sommer, im April, wurde ich deutscher Meister im Basketball, die erste deutsche Meisterschaft für Paderborn Baskets damals, jemals. Was? In der Jugend. Und dann war ich der Topscorer im Basketball mit 28 Punkten im Finale gegen Bamberg, haben wir da gewonnen. Und dann ich so, ja okay, ey, ich bin jetzt irgendwie Biathlon-Deutscher Meister und Basketball-Deutscher Meister. Da bin ich so richtig, richtig crazy. Ich wusste schon da irgendwie, dass das so was Besonderes ist, weil meine Mutter meinte so, eigentlich müssten wir damit mal zur Zeitung gehen. Dann haben wir es so der Zeitung geschrieben, so eine E-Mail. Und dann war ich so, ja kommt rum, ne, auf jeden Fall. Und dann sind wir dahin und für mich war das auch so okay, jetzt darf ich hier was sagen. Und dann kommt ein Zeitungsartikel raus und dann war irgendwie zwischen Loipe und Parkett. War so der Ding und dann der 13-jährige Luis Figge, hier Basketball und Biathlon und das, damals wusste ich schon irgendwie so, ja, das werde ich irgendwann mal meinen Kindern erzählen, weil das ist irgendwie so eine richtig coole Story. Ja, und da musste ich mich halt entscheiden, ne, ob ich jetzt ins Internat gehe oder ob ich, also für Biathlon,
mit 13 Jahren irgendwo nach Oberhof oder in Thüringen da irgendwo in, ja, ins Internat. Weg von oder, der Familie. Genau, oder halt in Paderborn bleiben, Basketball spielen. Und der ein Main-Faktor war natürlich halt diese Teamsport, macht schon mehr Bock. Und beim Biathlon, wenn du da weiterkommen willst, musst du wirklich jedes Training an die Kotzgrenze gehen, damit du halt deine Kondition erhöhst, weißt du? Also du hast halt da schon auch ein bisschen Periodisierung und Konditionierung drin, aber du musst halt, du bist doch für dich alleine verantwortlich und du musst, um gut zu werden, musst du immer, immer dich pushen, maximal pushen und du hast halt null dieses Spielsport, null dieses taktische, null dieses Teamgefühl. Das ist halt schon brutal. Verdient auch voll wenig halt, ne, mit Biathlon, also eigentlich nichts wahrscheinlich. Du musst halt nebenbei irgendwie, sind die meisten irgendwie bei der Polizei oder genau, sowas, glaube ich. Aber ja, auch nur 20, also in ganz Deutschland kriegen nur 15 oder ja, 17 Leute, ja, die haben sind, so begrenzte Kaderplätze. Genau, genau. Und die, das für die ist dann okay, ne, wenn die beim Zoll sind oder bei der Bundeswehr, dann machen die da schon ihr Geld, ja, nebenher und können halt den Sport machen. Aber sonst, ja, Sponsoren sind auch Krise. Ja. Es gibt halt nur eine Magdalena Neuner oder Ole Einer Björn, den kennen wir noch von früher. So. Die können dann damit super aussorgen, aber sonst ist es halt schon echt ein richtiger Grind, ey, ohne Scheiß. Aber wie war das dann für dich, wenn du jetzt sagst, ich meine, du warst ja, kann man ja einfach sagen, ich meine, du warst ja richtig gut in Biathlon, ja? Wie war das dann die ersten paar Jahre, wo du dich dann wirklich entschieden hast, du machst jetzt nur noch Basketball? Hat dir das dann nicht irgendwie gefehlt oder war das so, gab es vielleicht auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, boah, vielleicht hätte ich mich andersrum entscheiden müssen oder war das wirklich so, nee, also ich, Basketball war für mich dann sowieso die Nummer eins? Ich glaube, nee, Basketball war immer Nummer eins und ich habe dann natürlich mal so drüber nachgedacht, ob ich darin hätte auch so gut werden können, irgendwie im Biathlon oder, aber ich bin halt schon von der Statur her schon relativ groß und kräftig und meistens sind das ja eher so Ausdauerläufer, so kleiner, dünner, die den Berg hochspringen. So runter bin ich schneller, weil ich halt mehr Masse habe, aber berghoch ist ja schon eine Krise, muss ich halt auch mal ein bisschen mehr Gewicht mit rumtragen. Und deshalb dachte ich so, okay, ich konnte zwar gut schießen, war da sehr talentiert, aber die Distanzen mit 13, 14 Jahren waren noch sehr kurz. Das heißt, es waren eher so Sprints. Und da war mit der Ausdauer dann eigentlich nicht so ein Problem, weil ich ja halt auch nicht so viel trainieren konnte, weil ich ja Basketball gespielt habe. Aber dann in älteren Jahrgangsklassen, wenn ich mir überlege, dann müsste ich 20 Kilometer mit Schienen machen. Ich weiß nicht, ob ich dann, ja, dann wäre es... Schon krasse Distanzen, ja. Ja, ich glaube, dass die Upside war auch einfach wirklich größer im Basketball als im Biathlon. Und halt vor allem dieser Struggle, dann sofort früh von zu Hause wegzuziehen. Ich glaube, das tut einem auch nicht so gut dann in der Entwicklung. Kannst du noch Skifahren, also? Ja, ja. Also ich darf es ja jetzt nicht... Deswegen ja, weil mal eigentlich... Ich Profisportler ist ja... Ich habe es ja mit 4 Jahren gelernt, ne? Also ja, bei meinen Großeltern, ja. Ich stand mit 3 Jahren auf Skier, mit 4 Jahren konnte ich Skifahren und seitdem, ne, bis ich Profi wurde, bin ich halt auch mal Ski gefahren und jetzt kann man es halt nicht mehr machen. Langlauf darf ich noch machen. Ist auch in der Saison meistens. Wollte ich gerade fragen, langlaufen sollte Langlauf geht, das mache ich, versuche ich auch. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, diesen Winter. Ey, sonst versuche ich das auch irgendwie einmal im Winter einzubauen. Das macht mir auch noch Spaß. Auch entspannend, oder? So mal... Ja, schon, ne, kommt drauf an, wie du läufst. Ja, nein, natürlich, aber ich meinte jetzt so, ja, gibt ja auch Leute, die machen so, mein Großvater hat manchmal so Urlaube gemacht, wo sie einfach ein bisschen lang gelaufen sind, ja, so, ja. So eine Loipe ein bisschen. Ja, genau, ist halt irgendwie, ja, so ein schönes, frische Luft so durch den Wald. Wann läuft man mal durch einen verschneiten Wald? So, macht man nie und dann mit Skiern kommst du noch halbwegs schnell voran, so, das ist schon romantisch so ein bisschen. Also ich mach's schon gerne einfach, aber ja, geht in der Saison halt nur noch selten, ne, ist halt so. Dann bist du ja, wenn du sagst, mit 13, 14 war das dann. Ja. Dann war das quasi das Jahr vor JBL dann, wo du dich entscheiden musstest. Genau, richtig? genau. Das war dann letztes Jahr U14 und dann kam JBL. Und dann sind wir im ersten JBL-Jahr auch nochmal Deutscher Meister geworden. Ich bin 97er mit unseren 96er noch zusammen. Wir hatten alles bei Paderborn gespielt, muss man mal gucken, dass hier so krass war. Wir hatten ein richtiges Squad. Also, kennst du Niklas Kiel? Der hatte ja, klar. Kommt aus Paderborn. Der hat in Herford gespielt und hat für uns dann in Paderborn der PBL gespielt. Der auch jüngerer Jahrgang mit mir gewesen, aber natürlich krankes Talent. Wahrscheinlich unser bester Spieler damals. Mit Till Pape, der war damals noch so sechster Mann gefühlt bei uns oder ab und zu hat er mal gestartet, aber alle wussten, dass er so talentiert ist, aber der wurde von der Lazio immer klein gehalten und wurde nie mitgenommen und so weiter. Und jetzt spielt er bei Bonn, ne? Also und hat in Göttingen eine krasse Saison gespielt. Also Till, so geil, wie er sich entwickelt hat. Dann hatten wir Lars Kamp, der jetzt in Bochum spielt. Und der hatte die haben alle da gespielt, das ist ja Lars krass. Lars Kamp damals war besser, also war in der U16 besser als Andi Obst. Also bin ich fest davon überzeugt. Der war halt einfach, Andi war ein krasser Arbeiter und Lars und Andi haben sich immer gepusht. Die waren U16 auf einem Zimmer und dann war ich U18 immer mit Andi auf dem Zimmer, weil Lars halt leider auch oft verletzt war. So. Albert-Schweizer-Turnier habe ich noch mit Lars auch und Andi zusammengespielt. Also es war schon irgendwie auch eine wilde Kombi so. Und die waren halt
also beides Shooter, beides gut, okay, an jetzt nicht so krasser Defender, aber auch schon guter Defender und beides so Scorer und die waren auf der 2 wirklich richtig dominant und ja, hätten jetzt, wäre Lars jetzt nicht so verletzt gewesen, hätte er auch eine richtig große Karriere noch gehabt. Also der war noch dabei. Dann, wen kennt man denn noch? Okay, ich war einfach 5-6 Jungs, die einfach jetzt mäßig Profi sind, ja, das ist ja krass. Ja, ich war noch dabei und dann gab es noch so 1-2 Jungs, die jetzt noch 3x3 Profis, professionelle spielen, so Alan Boga, ich weiß nicht, der spielt im BVB. Ja, klar. Ja, einfach noch so einen Shooter dabei gehabt, weißt du, konntest du Outlet-Pässe spielen, hat dann noch die Dinger reingehauen. Also es war, wir hatten schon eine wilde Squad, wirklich, schon eine echt gute Squad und damit sind wir halt einfach Deutscher Meister geworden, haben dann Bayern mit Karim Jallo und so im Finale halt besiegt. Wirklich, ja. Krass. Und davor... Wo war das Final Four? Das war in Hagen. Davor TuS Lichterfelde im Halbfinale besiegt mit Marvin Umuvi und mit Bennett Hund. Mhm. Ja, Bennett Hund war da noch, ja, war super klein halt noch, aber damals hat er uns schon 3 Jahre eingegeben und so, das war schon Wahnsinn, ey, wie der so jüngster Jahrgang mit Abstand war, also nochmal ein Jahr jünger und auch noch für das Alter eigentlich noch nicht groß und der hat uns die 3 Jahre reingeklebt von der Baseline, das war schon Wahnsinn. Und sein Bruder halt mit Bennett Hund, also es war schon ein guter Fight, ey, muss man sagen. Aber okay, dann da deutscher Meister geworden, JBL. Und dann, also da war ich halt jüngerer Jahrgang und dann älterer Jahrgang haben wir irgendwie Halbfinale oder so haben wir es vergeigt. Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war irgendwie Niklas auch verletzt, da haben wir es irgendwie nicht so richtig hinbekommen, obwohl wir da dachten, okay, mit 97 können wir es dann auch nochmal packen mit Till, Niklas und mir so. Aber hat nicht geklappt. Aber dann kam halt schon Nazio dazu, ne, parallel. Also U15 Nazio, dann U16 Nazio. Ja, und dann ging es weiter. U18 Nazio als jüngerer Jahrgang dabei gewesen bei diesem Albert-Schweizer-Turnier. Dann älterer Jahrgang die B-Europameisterschaft in Sofia gewonnen. Da war, glaube ich, auch, ich hatte den Podcast mit Richard Freudenberg gehört. Ich weiß gar nicht, ob Richard da auch als jüngster Jahrgang dabei war. Aber da war Moritz Wagner und ich waren so 11., 12. Mann. So. Ja. Wir haben jetzt einfach so wenig Spielzeit bekommen. Und Mo, jetzt halt geisteskrank krass. So, ne? Also damals halt noch so, okay, Rollenspieler, ein bisschen so ein Rohdiamant gewesen. Da haben wir gegen Lauri Makan und so gespielt und haben dann halt, U18 haben wir gewonnen, komplett ungeschlagen, die B-Europameisterschaft gewonnen, weil ich glaube 95 auf 94 Jahre ist halt abgestiegen aus der A in die B-Euro. Okay. Da gab es halt immer so ein paar Jahre dazwischen. Das ist eigentlich ungerecht manchmal, das finde ich, das System mit diesem A- und B-Division, weil wenn man an sich ein gutes Team hat, aber dann halt, weil einfach 2 Jahrgänge davor das Talent nicht da war, dann sind die halt abgestiegen und dann musst du jetzt in der B-Division so aufsteigen und hast keine Chance. Ja, und dann überlegt man so, dann hatten wir Andi Obst, Mahir Agwa, Jan Niklas Wimberg. Und wir waren in der B-Division und halt Moritz Wagner und noch ein paar andere Kracher-Spieler und wir waren in der B-Division und haben dann Tim Schneider waren dabei, also so eigentlich kranke Squad. Wenn man so auch in der A-Division so hätte irgendwas machen können. Wir wären da competitive gewesen. Ja. Und dann haben wir da noch witzig gut gefeiert in Sofia dann als 18-Jährige, das war irgendwie noch, oder wir haben Niklas Wimberg vorgeschickt, der war schon 18, alle anderen waren noch 17 und dann sind wir da noch in irgendeinen Club reingerannt, das war auch so witzig. Da lief so ein Trommler im Club rum, weiß ich noch ganz genau, mein erster Clubbesuch und irgendwie so einer, der so immer mit so einer Snare so rumgetrommelt hat und ein Trinkgeld dafür wollte. Ich so, du trommelst hier gerade zur Musik, so ganz komisch. Ey. Ja, dass das noch hängen geblieben ist, wichtig. Ja. Mit Alan Ibrahim Magic und dann jetzt verkatert dann nach Hause geflogen und so. Und dann war es halt auch U20 Europameisterschaft, war auch mal so wilde, witzige Zeit. Mit Henrik Rödel dann in Helsinki habe ich dann als jüngerer Jahrgang noch gespielt. Da wurden wir, Halbfinale sind wir raus, wurden glaube ich Dritter in der U20, ja. Und Türkei verloren, Halbfinale dann, oder haben wir auch, ich glaube, wir wurden Dritter, vielleicht auch Vierter, ich weiß es nicht mehr genau. Aber war eine geile Zeit, ey, wirklich, mit den Jungs, mit Andi immer auf dem Zimmer gewesen. Das war auch immer richtig witzig und der war damals schon richtig dedicated. Ich weiß noch, ich wurde einmal eingeladen, auch für, von Brose Bamberg, zu so einem, wie heißen diese, Euroleague, NGNT. AGNT. AGNT, genau. Ja, genau. Und das war so mit das erste Mal und da wurden halt zum ersten Mal auch Spieler aus anderen Vereinen halt für die großen Vereine ausgeliehen. Geil. Und da war ich am 1.1. bin ich dann aus Sylt, weil da meiner ersten Freundin war da irgendwie Urlaub und dann war ich auf Sylt und bin mit dem Zug dann nach Bamberg gefahren. Natürlich auch zum ersten Mal ein bisschen verkatert so und ich dann so beim Training so, oh Jungs, scheiße, ich habe gestern vielleicht zum ersten Mal ein bisschen Bier getrunken, das lief nicht so gut. Und dann alle anderen so, ja, wir auch. Ja. Wir machen jetzt hier ein Training und morgen fliegen wir nach Barcelona. Und dann haben wir in Barcelona dieses ANGT gespielt. Waren jetzt nicht so gut, waren auch nicht schlecht. Aber Andi wurde halt Top 5 in diesem Team. Boah, also Top 5 beim ANGT. Und ich schon so, boah, krass. Und dann hat er so eine Nike
Tasche bekommen mit Sachen drin. Das war für mich ja immer das Größte, dass man einfach so Gear bekommt oder irgendwie wenn man so jung Tights ist. Bekommt oder irgendwas. Und der hatte so zwei Taschen bekommen und meinte so, ja, nächstes Jahr, ja, okay, MVP muss das Ziel sein. Und ich so, was, Digga, du warst einer der besten 5 hier auf dem ganzen AGNT. Du kannst die Tasche bekommen und der war trotzdem so driven oder wollte sofort halt nächstes Jahr nochmal oder weiter. Und das war schon irgendwie imposant. Im Endeffekt... Dann, ja, das war so die Nazio-Karriere sozusagen, weil dann im nächsten Jahr bin ich dann schon von Paderborn. Wollte gerade fragen, in der Zeit warst du die ganze Zeit aber bei Paderborn, also auch NBBL, alles durch. Ja, aber ich habe nur ein Jahr NBBL gespielt. Erstes Jahr NBBL haben wir gespielt, da war ich der jüngste Jahrgang, da sind wir auch ins Top 4 gekommen, haben dann halt im Halbfinale gegen hier Ursprung verloren. Die hatten da noch Mario Agua und Chris Senkfelder und Zaire Thompson war da ja auch noch 95er dabei. Und die haben uns halt geschlagen im Halbfinale, aber da habe ich eigentlich auch ganz gut gespielt im Halbfinale, aber dann habe ich das nächste Jahr NBBL und danach das letzte Jahr gar nicht mehr NBBL gespielt, sondern nur Pro A gespielt. Das war halt cool in Paderborn, weil man so wenig Geld hatte und so wenig andere Profis, dass man sozusagen selbst die Chance bekommen hat. Also hast du schon mit 17 dann eigentlich schon Pro A gespielt? Ich habe mit 17 Minuten im Schnitt Pro A gespielt und mit 18 dann 25 Minuten und jedes Spiel gestartet. Und da muss ich auch mal Danke an Uli Nester sagen, unseren Trainer, dass er mir da die Chance gegeben hat. Hab natürlich nichts verdient, so, ne? Also jetzt im zweiten Jahr habe ich dann von Paderborn so einen Mini-Vertrag sozusagen bekommen. Aber ich wusste, dass ich Spielzeit kriege und dann war es halt auch fein. Aber im ersten Jahr habe ich 17 Minuten im Schnitt gespielt für wirklich gar nichts, halt für Abi nebenher machen. Aber es war auch fein, ne? Das ist halt so der Trade-off. Die bilden einen aus und dann kann man das auch so. Für die Plattform auf jeden Fall war es jetzt im Nachhinein super gut. Und da war ich dann in Paderborn dann noch. Und im letzten Jahr, in meinem letzten NBBL-Jahr und sozusagen auch das eine Pro A war schon vorbei, die Saison, und dann hat die NBBL noch Playdowns gespielt. Und dann meinte ich so, ja, okay, gegen Braunschweig, gegen Lars Lagerpusch und Niklas Bilski, weiß nicht, ob du den kennt. So, Niklas Bilski? Ja, Niklas klar, Bilski. Der bei Gießen jetzt Lichi. Genau, der spielt jetzt hier in Lich. Und der hat da damals auch noch in Braunschweig gespielt, war da so in der NBBL. Und dann haben wir da gezockt, einfach Playdowns. Und ich weiß noch, dass vom Reismann standen dann da alle. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad angekommen in Paderborn und auf einmal fängt so ein Braunschweig alles an zu zuscheln. So, scheiße, der ist jetzt doch gekommen. Wir haben gehofft, dass er nicht dabei ist. Und dann habe ich halt auf der 5 gespielt und dann in den Playdowns, ich glaube, ich habe 26, 17 und 5 im Schnitt gemacht oder 26, 17 und 7, weil du halt dumm zerstört. Ja. Und Lars war im zweiten Spiel auch verletzt, so Lars Lagerpusch so. Und dann kommst von so Full Pro A-Saison. So. Genau, ich komme von Full Pro A-Saison und auf einmal MBBL Playdowns und dann so komplett zerlegt und auch meinen ersten Eliub gehabt und so. Also so richtig geile Two Games nochmal gehabt in der MBBL. So zum Abschluss für MBBL und dann wurde ich halt von Braunschweig gesigned, ne, für 3 Jahre. Erste Liga und dann kam Frank Menz und wollte Jugendkonzept in Braunschweig, bla bla bla. Der war auch Jugendnationaltrainer wahrscheinlich irgendwann mal bei dir davor, oder? Ich glaube nicht. Den habe ich immer verpasst. Ah, okay. Weil bei uns war der U20. Ich weiß gar nicht mehr, was er war. Welcher Jahrgang bist du? 2000. Ja, okay. Später kam der dann nochmal danach. Ja. Kam der nach... Ja, kann gut sein. Vielleicht kam der nach Braunschweig dann nochmal? Ich weiß nicht. Oder vorher U16 oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, der war einfach nur beim Bundesjugendlager dabei, weil er da gerade Bundestrainer war oder so. Stimmt. Der war ja auch A1-Bundestrainer. Ja, da gab es ja auch ein paar witzige Stories. Aber im Endeffekt, ja, nach Braunschweig gegangen. Und da war dann so für mich das große Problem von nur Pro A spielen, weil ich ja NBBL nicht spielen musste. Dann kam ich Braunschweig und da habe ich ja BBL und Pro B gezockt auf einmal. Und dann halt diese Doppeltrainings und auch Doppelspieltage haben halt meine Füße komplett auseinandergenommen. Ich hatte 3 Ermüdungsbrüche in der Zeit. Einmal rechts, Scheiße. Zweimal links, halt jeweils immer 5 Monate, weil auch einmal nicht diagnostiziert wurde. Dann bin ich schon wieder am Laufen gewesen. So, ja, der ist noch gebrochen. Du musst jetzt nochmal 8 Wochen Pause machen. Und das war halt komplett unterschätzt, ne? Von nur einem Team. Und das war genau richtig für meinen Körper zu doppelt trainiert und doppelt gespielt. Super bitter. Dann hatte ich so meinen ersten BBL-Start, hatte ich dann halt sofort im ersten Jahr nach 8 Spielen, habe ich gegen Oldenburg gestartet, habe den Chris Kramer an der Mittellinie gesteelt, Layup gemacht, aber dann habe ich schon gemerkt, mein ganzer Fuß pocht. Die Oldenburg hat Außenzeit genommen und ich so, fuck, aber auf Adrenalin, du bist halt so, hast so Bock, spielt noch weiter und dann ich so irgendwann ausgewechselt, ich kann nicht mehr, mein Fuß, keine Ahnung, tut weh. Ja, und dann zum ersten Mal gebrochen, dann dauert das halt 4-5 Monate, dann wieder reingekämpft, 5 Minuten, 10 Minuten, als 17-Jähriger in der BBL. Dann war im Sommer,
hat Henrik Rödel gesagt, hier, ey, U20 Europameisterschaft, ich will, dass du Captain bist, sei ready. 2 Tage bevor U20 losging, habe ich mir im 5 gegen 5 in der Offseason, auch in einem Competitive 5 gegen 5 in Paderborn, links Jones Fracture, also auch Mittelfuß wieder gebrochen, 2 Tage vorher. Und ich so, ey, kann nicht sein, kaputt. Dann Preseason auch ausgefallen. Scheiße. Preseason ausgefallen in Braunschweig, nach 3-4 Wochen wieder dabei gewesen und dann BBL nicht viel gespielt, am nächsten Tag Pro B gespielt, Pro B nochmal 1 Zentimeter höher, drüber nochmal gebrochen. Ein drittes Mal und dann halt wirklich beim dritten Mal gesagt, jetzt will ich eine Titanschraube drin haben, die habe ich halt jetzt immer noch drin und dann halt von meinen Durchbruchsjahren, wo ich in der BBL war, halt wirklich 2 Jahre komplett verletzt gewesen und im dritten Jahr haben wir dann halt Playoffs gespielt, da war ich auch fit, aber da hatten wir DeAndre Lansdowne, Scott Atherton und wir haben halt einfach BBL-Playoffs gezockt und dann habe ich in den Playoffs gegen Bayern München nochmal 15 Minuten Schnitt bekommen, aber davor halt nicht so viel und dann haben wir das halt auch 3-0 verloren da, die Serie, obwohl es jetzt nicht so ein Blowout war, aber solide verloren in den Playoffs. Scheiße. Und das war dann sozusagen der erste BBL-Stint, ne? Boah, was war das? Das war ja schon ein krasser Rückschlag, wenn man dann auch ja mit so einem Selbstbewusstsein und mit so viel so Energie und Freude dann zu so einem BBL-Team kommt. Ja, wie bist du damit umgegangen vom Kopf, dass du da so direkt dann diese 2 Verletzungen hattest? Ja, also am Anfang ist es richtig schlimm, weil ich mich halt wirklich als Basketballer definiert habe und mich über den Basketball definiert habe. Also immer schon, wenn du so irgendwie gut im Sport bist, in der Jugend, ich weiß nicht, ob du das auch kennt, dann kriegst du halt immer diese Anerkennung, du bist der Basketballer in der Schule, ich habe extra frei bekommen dafür oder ich habe für Biathlon, für Wettkämpfe, ich bin der Sportler, ich habe trotzdem meine Schule nebenher noch hinbekommen, aber es war immer so, das war mein Extrawurf oder das war das, was mich so ausgezeichnet hat, ne? Ja. Und da habe ich auch irgendwie so mein Selbstvertrauen drüber genommen, dass ich gut im Zocken konnte. Mhm. Das ist halt so, ja, und dann mit 18, ja, BBL, cool, okay, jetzt bin ich in der ersten Liga, ich habe mir das so vorgenommen und richtig geil und dann kommt sowas und auf einmal so, fuck, kommst du ein zweites Mal und denkst so, okay, was geht jetzt hier ab? Und dann auf einmal beim dritten Mal, ich brauche jetzt noch eine OP. Ja, auf einmal, was ist, wenn ich danach nicht mehr gescheit spielen kann, weil die Schmerzen nicht weggehen? Was ist, wenn das jetzt noch 2 Jahre dauert? Und dann war das so ein krasser Mindset-Shift, dass ich halt so 1-2 Bücher gelesen habe, so Philosophie, so Stoiker. Und dann im Endeffekt kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Und da habe ich gemerkt, okay, halt in Ernährung bist du umgestellt, kann auch leichter werden und versuche meinen Fuß klar wieder fit zu machen, aber mein Kopf hat auf einmal so umgesprungen, als ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn jetzt sozusagen ich nicht mehr Basketball spielen kann? Und dann dachte ich so, boah, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ich kann nie wieder Basketball spielen, ja, dann mache ich jetzt Work and Travel als 21-Jähriger für 3 Jahre. Dann sieht man mich 3 Jahre nicht und ich sehe die Welt. Und da dachte ich so, Alter, das ist das Schlimmste? Also ich habe mir so ein bisschen Geld auch sozusagen schon angesparen können. So, ich hätte das immer locker 2-3 Jahre machen können. Das Schlimmste ist, dass ich die Welt sehe und irgendwie so reisen kann und neue Erfahrungen machen kann. Ja, okay, dann hatte ich mir das so zum ersten Mal so richtig befreit vom Basketball, meinen Kopf befreit und dachte so, ja, okay, oh, krass. Basketball ist nicht das, was mich, also ne, macht mich zwar ein bisschen aus, aber Basketball ist nicht alles. Ich kann auch so viel anderes sehen und so ein erfülltes Leben auch ohne den Basketball spielen. Und deshalb war es halt so vom Mindset her super. Sportlich gesehen natürlich richtig kacke, aber ich habe halt auch mich so ernährungstechnisch nochmal ein bisschen anders eingestellt und kenne jetzt meinen Körper halt dadurch besser. Das kann ich auch noch nehmen, aber für die Karriere ist natürlich sehr doof gewesen, ne? Das ist aber crazy in so jungen Jahren, das so, ja, nicht so sagen, so zu realisieren und nicht nur zu realisieren, sondern das, wie du es gerade ausgedrückt hast, also ich glaube, das können nicht viele Leute so sagen, weil ich meine, am Ende des Tages, klar, kannst du 3 Jahre Work and Travel machen, aber letztendlich ist ja, wenn du dann, ich würde mich dann immer fragen, ob du lieber halt Basketballprofi sein willst oder nicht, ja, und klar. Das wäre so, also krass, echt, ziehe ich meinen Hut davor, ist crazy. Habt ihr diese Videos gesehen, wo sozusagen Leute irgendwie erfolgreiche Unternehmer sind, Multimillionäre so, aber eigentlich wäre ich lieber ein Baller? Oder so, aber so ein bisschen bohren mit den Jungs und dafür Geld verdienen. Habt ihr die Videos? Lieber das so Aufmerksamkeit als das Geld eigentlich. Genau, genau. Und die sind so super erfolgreich, aber sagen so, ja, aber es wäre schon chilliger, wenn ich einfach so Baller wäre. Und da ist halt schon so ein Punkt dabei. Aber im Endeffekt so, ja, wenn du es halt nicht mehr machen kannst, weil es nicht in deiner Hand liegt, dann musst du dich davon lösen. Ne? Ist ja auch nicht deine Entscheidung dann in dem Moment. 100%, also. Ja. Ja, man darf halt nicht so seinen Kopf oder seine Glücklichkeit ja so ein bisschen davon determinieren lassen, dass man jetzt also physisch der Körper in der Lage ist zu spielen oder nicht. Weißt du, es ist ja was anderes, wenn du jetzt vom Skillset oder keine Ahnung was dann nicht mehr da auf dem Level einfach spielen kannst, aber es ist halt, das kannst du ja oft nicht beeinflussen, einfach, dass dein Körper ja kaputt ist. Ja. Ist ja leider so eine Realisation. Und dann ja, die ganzen Boomer, die sagen, ja, dann ist mein Knie und ich wäre safe Profi geworden. So einer wollte ich aber auch nicht sein. Fühle ich leider. So einer will ich auch nicht sein, wenn ich das eigentlich erzähle. Wenn ich nur 2000. Ja,
einmal nicht mich verletzt hätte, Jungs, ich wäre ganz woanders. Wenn ich mir nicht dreimal den Fuß gebrochen hätte, safe Euroleague. Ja. Nein, aber who knows, aber keine Ahnung, im Endeffekt höre ich mich ja trotzdem so an, aber es ist, ist natürlich auch nicht realistisch. Das ist ja auch immer so, das ist ja auch immer Glück beim Basketballprofi-Sein einfach dabei. Nicht nur beim Basketballprofi-Sein, sagen wir ja immer, also viele. Du musst im richtigen Moment fit sein und du musst im richtigen Moment Leistung bringen und du musst aber auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. So. Das sind ja so viele Glücksfaktoren. Überhaupt gesehen zu werden. Ja. Das ist nicht nur, was man ja so ein bisschen auch, ja, das liebt man ja auch ein bisschen als Athlet, aber dieses so work hard und dann passiert schon alles. So, es ist halt leider nicht so. Nee. Du brauchst viel Glück einfach auch im Leben als Sportler. Du hast ein oder zwei Chances oder so Windows, Fenster, wo du dich zeigen kannst und die musst du nutzen, weißt du, die musst du halt einfach wirklich nutzen. Ich hatte in Paderborn das Glück, dass ich in meinem zweiten Jahr, wo ich dann sozusagen jedes Spiel gestartet habe, die ersten drei, vier Spiele in der Saison richtig gestruggelt, nur so zwei, drei Punkte. Und der Coach war halt so cool, der ist dann zu mir und meinem Dad nach Hause gefahren und meinte so, ey, ich vertraue dir immer noch, ich lasse dich immer noch starten, so, ich glaube, das wird besser. Den Talk gehabt, im vierten Spiel auf einmal 13 Punkte wieder gemacht, so, und richtig gut gespielt. Und dachte ich so, ah krass, ich habe jetzt hier aber auch einen Coach, der mir das auch Coach, komplett, riesiger Punkt. Komplett Coach, ganz, das Vertrauen gibt. Punkt, und klar hat Paderborn jetzt kein Geld gehabt für irgendwie was anderes und wir haben gegen den Abstieg gespielt, aber dass er trotzdem so da die Eier hat und weiter gesagt hat, nee, ich vertraue dem Jungen und so. Und gibt dem, mutig auch von dem. Gibt dem so ein gutes Gefühl und so. Das war halt super, ne? Also das war für mich halt richtig gut. Aber so dieses Fenster musste er trotzdem nutzen. Und dann habe ich in dem Jahr, habe ich glaube ich gut gespielt, glaube ich 8 Punkte oder so in der Pro A gemacht, viel verteidigt, viel gehasselt so und dadurch halt einen BBL-Spot halt bekommen, ne? Wie war das eigentlich in Paderborn mit Individualtraining oder irgendwie sowas? Wie hast du dich da selber weiterentwickelt? Das würde mich mal interessieren. Das ist eine gute Frage. Ich habe in Paderborn auch das große Privileg gehabt, dass ich da einfach meinen Stundenplan an meine Trainer geschickt habe. Also MBBL-Trainer, Zweitherren-Trainer, Dritte Herren. Also man konnte endlos viel trainieren gefühlt. Zweimal die Woche vor der Schule hatte ich Training. Also morgen 7 Uhr aufgestanden. 7 Uhr 7 Uhr war ich in der Halle, also 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr in der Halle gewesen, bis 7 Uhr 35, so 35 Minuten, keine Ahnung, 150 Shots, dann kurz geduscht, schnell in die Schule gefahren, zweimal die Woche. Und den Abend vorher hatten wir meistens Jugendtraining und danach noch Herrentraining, so Oberliga oder zweite Regio-Training halt danach noch. Und das macht einen so krass viel besser, wenn du dann morgens trainieren kannst. In den Freistunden hat mich mein Athletiktrainer abgeholt, ist mit mir zum Kraftraum gefahren, hat noch Till Papa auf dem Weg im anderen Gymnasium abgeholt, haben wir anderthalb Stunden gepumpt und dann zweimal die Woche gab es noch so in der Mittagspause, wurde Halle aufgeschossen und Wurftraining nochmal. Also wir hatten so richtig... Ach nee, das ist krass. Wir hatten die ganzen... Hey, wieso? Wir haben falschen Verein ausgesucht. Junge, Paderborn ist ja crazy. Ja, ist es immer noch so heutzutage? Ja, die haben jetzt Spieler... JBL wird dieses Jahr vermutlich wieder Top 4 spielen, da gehe ich stark von aus, dass die richtig talentierte Jungs, wo jetzt einer mich sogar aus Chemnitz angerufen hat, dass ein Agent aus Griechenland ihn angerufen hat, dass er unbedingt jetzt mal mit ihm reden will. Und dann schreibe ich das halt so meinem ehemaligen Trainer und er so, du kannst mir gerne die Nummer von ihm geben oder der gib ihm meine Nummer, der ruft mich an, der kriegt die Antwort wie alle anderen Scouts. Ich so, wie alle anderen Scouts. Ja, es haben ungefähr schon 30 Agenten wegen genau diesem Spieler angerufen. Und also ich so, alles klar, ja, da in Paderborn geht trotzdem noch was, also da wird auch wieder was gehen. Paderborn hatte doch letztens erst vor 3 oder 4 Jahren diesen einen JBL-Spieler, der irgendwie 50 geaveraged hat. Peter Hemschemeyer, oder? Peter Hemschemeyer, ja, Mann, der spielt jetzt bei Göttingen. Ja. Der hat irgendwie 50 geaveraged oder sowas, Digga, komplett geistig. Peter und Fritz, also Fritz Hemschemeyer ist einer meiner besten Kumpels, der ist der Bruder und deshalb bin ich auch richtig dicke mit Peter einmal. Ah, okay. Und der hat halt wirklich einen Average von 43 in der JBL gehabt und der hatte 60-Punkte-Spiele da, der hat alles zerpflückt, ey, das war so ein Wahnsinn. Jetzt hat er halt so ein bisschen Probleme da in Göttingen gehabt, halt auch sehr viele Verletzungsprobleme, der kam da auch an. Und er ist aber auch noch richtig jung, oder nicht? Ja. Also der hat doch noch, der ist doch 20, ja, 23 okay. Schon. Aber das war, er hat auch 3 Jahre, er ist so gemacht wie ich eigentlich, das ist außer Pro A, viel gespielt, gestartet, 3 Jahre BBL gesigned. Er hat jetzt krass gespielt in den Pro A bei Paderborn. Ja, genau, der kann halt richtig hupen, das ist ein richtiger Zocker halt einfach. Und danach in Göttingen und auf einmal ja physischer und irgendwie hat er leider halt immer ein Leistenproblem, konnte auch nichts für oder irgendwie Leiste zu die ganze Zeit, immer verletzt gewesen, jetzt ist ab und zu mal fit, aber dann kriegt er halt trotzdem keine Spielzeit so jetzt gerade. Also das ist so tough. Dass ich habe mal, also kannst du auch sagen, wie du darauf antworten willst, ein bisschen interessante Frage. Ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast mit dem Grünloh-Vertrag bei Fechter. Ich habe gestern gegen ihn gespielt. Ach, ehrlich? Ja, wir haben gestern in Fechter gespielt. Stimmt, ja, genau, gegen Grünloh, ja. Und da war ja so ein bisschen... So, Basti Dorit hat sich ja da auch negativ zu geäußert, zu halt langjährigen Verträgen bei jungen Spielern. Ja, so. Ja. Würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Ich glaube, es ist, also für mich
mich hat es echt auch gefreut, weil die Idee dabei ist ja, dass du als Jugendspieler oder dass sich der Verein, dass der Verein dir Minuten gibt, weil er weiß, dass er danach noch 2 Jahre was von dir hat. Das heißt, im Endeffekt kann oder sollte der Trainer wissen, ah, okay, für den Verein ist das wichtig, den jetzt spielen zu lassen, weil der noch 2 Jahre hier ist und wenn er sich jetzt developt, ist er in 2 Jahren ein richtig krasser Spieler für den Verein und verdient dann halt vielleicht noch fair. Also das ist sozusagen ein Investment auch vom Verein, wo die sagen, yo, 3 Jahre und dafür kriegt der Spieler garantiert zum Beispiel Spielzeit, weil der weiß, okay, hey, ich kann mich hier entwickeln. Das heißt, theoretisch, ich fand es auch nicht schlimm, in Braunschweiger 3-Jahre-Vertrag zu haben. Die Frage ist halt, ob du da noch einfach irgendeine Klausel drin hast, wo du sagst, ey, wenn du jetzt nach einem Jahr, wenn du jetzt in nächstes Jahr 15 oder 8 in der BBL macht, nur 19 Jahren, da muss da eine Klausel drin sein, dass er nochmal irgendwo anders hingehen kann oder, aber vielleicht ist halt auch gut, oder halt einfach für einen Draft und so weiter, ne? Also, wenn er kein College gehen möchte oder nicht ins College gehen möchte und dann in die NBA oder den großen Sprung machen möchte, finde ich das eigentlich legitim. Also, finde ich gar nicht schlimm. Und der ist, unterschätzt man auch als ich 18 war, ich war eigentlich schon relativ selbstständig, aber dann ziehst du auf einmal nach Braunschweig, ja. Musst du auf einmal Essen selber machen, Wäsche selber machen. Hast du dann auch dieses Doppeltraining, beide Teams-Training? Dann, ja, mein Support-System ist da, musst du dich halt neu aufbauen, alles. Das ist alles so, so viel. Und der ist ja jetzt halt in Vechta bei seiner Family, kann da einfach zu Hause nochmal lecker Essen kriegen von Mama, direkt nach dem Abend, nach dem Training. Der regeneriert da besser, dem geht's da besser. Mhm. Und der kann sich da dann als Spieler einfach komplett auf Basketball fokussieren. Also, ich find's gar nicht schlimm. Ja, ich fand's auch interessant. Ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Und Basti Dorit hat halt gesagt bei deinen, das ist ja so, wir so oft schon gesehen haben, dass irgendwie so gerade so Bigs oder sowas, so mehr Jahresverträge, wo die so jung sind, so 4 Jahresverträge irgendwie unterschreiben und dann so ein bisschen daran so auch kaputt gehen, weil die dann irgendwie nach 1 oder 2 Jahren, wenn die eigentlich sehr gut spielen, nicht wechseln können oder halt schlecht spielen, nicht wechseln können und dann halt noch bei dem Team aber so bleiben müssen und so die Zeit so ein bisschen absitzen. Okay. Wird hoffentlich natürlich beim Grünl jetzt nicht so sein, also ja, natürlich. Ja. Aber ich fand das schon ganz interessant, dass man sich ja, also von dem quasi Perspective, dass man sagt, als junger Spieler will ich nicht so lange unterschreiben, damit ich immer wieder die Möglichkeit habe, gerade in diesen jungen Jahren jetzt das Verein noch zu wechseln, um dann den richtigen Fit quasi zu finden, weil da geht es ja am Anfang schon darum, dass man ja schnell diesen Durchbruch erstmal schafft, bis man ja dann, wenn du dann einmal so gesettet bist, als, keine Ahnung, was BBL oder Euroleague-Spieler, dann ist es ja schon relativ schwierig, da wieder runterzufallen, erstmal wenn du mal so 1-2 Jahre auf dem Level schon so solide performt hast. Ja, okay, verstehe ich den Punkt, dass er sozusagen sagt, im Best Case ist es schlecht für den Spieler und im Worst Case ist es schlecht für den Spieler. Und es passiert super selten, dass halt genau dieser Rekord, der aufgeplant ist, die Idee, dass die auch wirklich passiert. Also, okay, das ist ein fairer Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt, wie gesagt, kannst du ja trotzdem eine Klausel reinbauen und 100%. Sagen. 100%. Und auch für die Vereine habe ich halt auch mir drüber gedacht, für die Vereine macht das ja auch, es ist ja auch wichtig und macht es ja auch Sinn für jetzt zum Beispiel Vechta, die haben ja das Grünlo seit, keine Ahnung, 10 Jahren ausgebildet oder irgendwie sowas und eigentlich ja genau jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo der ja den so ein bisschen was zurückgeben kann. Genau, so als Spieler jetzt, der entwickelt wird oder als, keine Ahnung, Klausel und sowas. Deswegen, also ich finde, das ist schon immer. Ja, ich könnte mir auch nichts vorstellen, was einem irgendwie mehr satisfied, als zu sagen, ich habe einen Spieler hier echt entwickelt und jetzt spielt er noch 3 Jahre für mich in der Bundesliga. Wie geil ist 100% das? 100% unperformed und ist Identifikation und einfach so ein Stolz, einfach so. Wir haben alles richtig gemacht, so ein bisschen so. Genau. So, allein dafür würde ich es wahrscheinlich auch probieren, ne? Oder machen. Aber okay, ist halt seine Entscheidung, ne? Vielleicht wäre wahrscheinlich Angebote von Real Madrid oder keine Ahnung, von irgendwelchen 100%. Großen Teams hätte er bestimmt gehabt. Aber das ist halt, wie gesagt, auch immer ein Riesenstep, ne? Und ganz oft passiert es dann halt auch, das habe ich auch mit ein paar Spielern gesehen, dann gehen die nach Sevilla oder irgendwo anders hin, nach Spanien, und auf einmal Malik Eichler, mit dem habe ich U15 dazu gezockt, und dann ist er U15, U16, ist er dann von Alba Berlin einfach nach Spanien gegangen und auf einmal gar keinen Bock mehr auf Basketball gehabt. Hat dann mit 18 aufgehört mit Basketball, der war 2,11 Meter. Was? 2,11 Meter, konnte springen und werfen und war Lefty. So, der war tough eigentlich, aber auf einmal hast du nichts mehr von dem gehört, nachdem er einmal halt gewechselt ist, ne? Das ist halt auch mal die Frage ins Ausland. Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Jetzt zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch situationsabhängig. Du bist ja zu einem anderen Verein jetzt gewechselt. Also es wäre ja was anderes gewesen, wenn du jetzt bei Paderborn geblieben wärst, aber bei Grünlo ist ja wirklich so, er kommt ja von da. Ja, stimmt. Und diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast, sind, glaube ich, echt schon Sachen, die viele Leute unterschätzen. So, vor allem, wenn man nebenbei ja full Profi sein will oder muss, um besser zu werden. Ja. Und ich glaube, alles wird halt für dich gemacht, ne? Weil du eben Eigengewächs bist. Und so soll es ja auch sein, wenn du jetzt, sagen wir mal, zu einem. Und Vechta ist mit Sicherheit kein schlechter Verein, aber Vechta ist jetzt auch nicht Real Madrid. Wenn du jetzt halt zu Real Madrid wechselst, dann
spielst du halt bei Real Madrid und ist bestimmt geil. Und es kann auch sein, ist nicht ausgeschlossen. Natürlich kann auch sein, dass er sich da auch durchsetzt. Und wenn er sich da dann durchsetzt, ist natürlich krasser. Als wenn er sich, ist mir schon klar, aber es besteht ja auch genauso die Möglichkeit, dass er halt dort dann erstmal die ganze Zeit, weil, Junge, da hast du dann halt irgendwie... Tavares und Poirier. Ja, brauchen wir gar nicht. Poirier im letzten Spiel, habe ich mir angeguckt, der hat wirklich die letzten 6 Scores hintereinander gemacht, 6 Dunks. Das ist absurd, ja. Das sind halt, also das sind halt Männer, die halt eigentlich, also die könnten ja auch, also die haben NBA gespielt. Ja, genau. Und dann sind das sind jetzt die zwei, die fest spielen da. Dann hast du ja trotzdem genauso bei ihm wahrscheinlich dann in der Jugend 3, 4 andere Jungs, die ja auch drauf hoffen, dass sie da den nächsten Schritt machen. Also ich bin da immer so, das ist ja dasselbe Thema, was man so oft, hoffentlich kriegen wir da auch mal bald einen Podcast, aber mit Bayern, so ist ja auch so ein Ding. Machst du den Schritt, gehst du dahin und bist dann einer von 10 irgendwann nur noch und kann gut gehen, kann aber, hätte ich bestimmt direkt 5 Beispiele im Kopf, wo es halt nicht gut gegangen ist. Oder machst du halt den Weg, wie, keine Ahnung, ein Peter Hemschemeier und bleibst bei Paderborn, wo du dir in der JBL denkst, ja, der spielt ja nur B-Division und macht da jetzt 50 Punkte. Weil es gibt nämlich auch die Leute, die so reden, muss ich auch mal ehrlich sagen, die das dann so ein bisschen so runterreden und so sagen, ja, ist ja nur B-Division und das Team war so schlecht und der darf ja eh jeden Wurf nehmen, aber dann spielt der Mann halt 2 Jahre später in der Pro, macht halt 13 Punkte und dann siehst du halt, okay, der Mann kann schon zocken. So. Und keine Ahnung, ob er das halt auch so sich entwickelt hätte, wenn er halt Gang zu Bayern, Ulm, Alba oder was auch immer gewechselt wäre. Ja, stimmt. Der hätte auch die Chance gehabt da, ne? Auf jeden Fall. Und das ist ja auch mal diese, das ist schon einfach schon krass auch von Peter gewesen. Ich kenne ihn ja auch, ne? Dass er, der ist halt echt so ein, wie locker und leicht der im Kopf immer noch geblieben ist und halt so bohren konnte, dass er auch aufs Herrenniveau getragen hat. Also der Bär hat damit alles auseinandergenommen. Da dachten alle so, das kann er aber nicht auf Herrenniveau machen. Und auf einmal, ja doch, kann er doch auf Herrenniveau machen. Und ich würde ihm halt nur das Beste wünschen, dass er jetzt auch da in Göttingen mal ein bisschen noch Dings bekommt. Und ansonsten, ja, ist es dann halt wieder Schritt zurück, nochmal in Pro-A-Team, wo er viel zockt und da halt nochmal richtig zerlegen, um dann nochmal mit einem anderen Standing wieder in BBL-Team zu kommen. Ne? Das ist ja immer das Ding. Also, wie sind da deine Erfahrungen mit? Sagen Sie eine gute Überleitung. Eigentlich gute Frage, ja, genau. Nach Braunschweig, okay, da habe ich 15 Minuten Playoffs gezockt, aber habe echt nicht gut gespielt, so gegen Bayern. Aber habe zumindest ein bisschen Spielzeit bekommen und dann dachte ich so, ja, okay, die haben im dritten Jahr jetzt in der BBL vorher nur verletzt gewesen, drittes Jahr so 8, 16 Minuten gespielt. Eigentlich nicht so nice. Und dann kam aber von Chemnitz ein Angebot, von Rodrigo Pastore. Und die wollten halt aufsteigen, weil die das Jahr vorher gegen Hamburg Towers irgendwie richtig unglücklich im letzten Spiel 2-1 geführt in der Serie und dann auch das Ding verkackt so. Wollten die halt einfach den Aufstieg packen. Seit 2 Jahren probieren die da rum. Und ich so, ey, Rodrigo, nur Gutes von ihm gehört. Krasser Coach. Wir hatten ein krasses Team. Niklas Wimberg ist dann da hingekommen, auch aus Erfurt, aus der BBL nochmal in die Pro A gekommen. Dominic Johnson, Malte Ziegenhagen hatten wir, der zweifacher Spieler des Jahres wurde. Jonas Richter hat da auch noch gespielt. Chris Carter, Terrell Harris. Also schon, wir hatten schon heftige Spieler für die Pro A. Und wir haben halt einfach 28-2-Rekord dann gehabt. Also ich bin nach Chemnitz gegangen. Und dann war Corona. Also 4 Tage vor Saisonende, 28-2-Rekord, Corona, sind wir halt aufgestiegen. Also das war aber cool, dann das kleine Playoff, ohne Playoffs. Weil ihr Erster wart, oder was? Ja, wir waren mit Abstand Erster und irgendwie wollte kein anderer gefühlt auch aufsteigen. Und dann haben sich ein paar auch beschwert, so, ja, keine Playoffs, ja, verstehe ich auch, aber es war Corona so. Ja, und 28-2 ist ja schon auch eine Ansage. 28-2 kann sich auch keiner beschweren, dass wir jetzt irgendwie nicht gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt aufgestiegen sind. Also einmal hatten wir 18 Spiele in Folge gewonnen in der Pro A. Also das muss so scheiße. Das hat jetzt auch in den letzten Jahren auch keiner so richtig so gepackt. Also wie lief das da persönlich für dich dann in dem Jahr? Gut, okay. Ich war halt 10. Mann, 15, 16 Minuten im Schnitt, 5 Punkte, glaube ich, im Schnitt gemacht. Okay, Quoten halt gehabt. Ich war da für meine Rolle, war auch klar. Und dann sind wir da aufgestiegen und das war okay. Und dann halt BBL, ich hatte auch noch BBL-Vertrag. Dann war aber wir BBL und alle Deutschen sind geblieben. Das heißt, Malte Ziegenhagen und ich waren eigentlich so 11., 12. Mann, weil Niklas Wimberg, klar, spielt halt er. Dominic Johnson hat richtig gut gespielt in dem Jahr. Der hat Game 103, stimmt. Ja, Game 103 gegen Bayern reingehauen. Jonas Richter, der so krass gespielt hat. Ja, der war krass. Der hat auch BBL echt gut gespielt, dieser Dominic Johnson. Ja, der war früher in MBC, hat er, und in Bremerhaven hat er mal 11 im Schnitt in der BBL gehabt. Also Dominic, DJ war schon ein richtig taffer Spieler. So. Und wir waren halt echt 6 Amis dann, auch krasse Amis gehabt. Und dann halt auch 6 voll Profis, ne? Voll Bass, also voll bezahlte deutsche gestandene Profis. Und Malte und ich haben dann am Ende, weil wegen Verletzungspech, haben wir dann am Ende noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwie 8 Minuten im Schnitt gespielt oder so, aber nur 3 Punkte oder so gemacht. Also aber 2 Punkte war ich nicht so gut. Aber Malte Ziegenhagen haben ganze Saison auch nicht viel Spielzeit bekommen. Letzten 4 Spiele waren nicht verletzt. In 4 Spielen average er 22,5 Punkte in der BBL. Das kann ich mich sogar noch erinnern, hat der krass gespielt. Aus dem Nichts, die letzten 4, 5, 6 Spiele hat der
geisteskrank wieder wie in der Pro A gespielt. Der war so nice, Malte. Der kann ja, okay, Verteidigung hat er immer seine Probleme gehabt, aber ich habe noch nie so einen Flammenwerfer gesehen. Ey, der nach jedem Training einfach 10 und 10, 10 Dreier in Folge und 10 Freiwürfe in Folge, 20 Schüsse in Folge, braucht er 7 Minuten, hat das geschafft. Musst du mal packen, Alter. Es ist wirklich so, das ist ein kranker Atze, wirklich richtig Berliner Atze und ja, richtig guter Zocker. Und das war ein toughes Team und da habe ich dann halt auch nicht so viel Spielzeit in der BBL bekommen, war halt bitter, aber ich hätte eigentlich auch viel gelernt halt einfach durch Rodrigo, ne? Ich hätte mir natürlich gewünscht, da mehr zu spielen, aber im Endeffekt, ja, wir haben eine Rotation gefunden, die halt die Liga gehalten hat und nicht abgestiegen ist. Das ist so wichtig, Digga. Und dann, ja, musste ich halt dann von der BBL, habe ich wieder gedacht, ja, okay, jetzt habe ich wieder nur 8 Minuten gespielt, keinen Durchbruch geschafft, will ich das jetzt nochmal oder will ich mal wieder zocken? Und dann habe ich gedacht, nee, ich will jetzt mal wieder spielen. Und dann kam halt Hansi Gnad mit Leverkusen und da wusste ich, ey, da bin ich Go-To-Guy, ich verdiene zwar gar nichts in Leverkusen, ist auch okay, also dafür, das ist echt sozusagen vom Etat ist das da nichts, aber ich habe mich dafür entschieden und wollte halt spielen wieder. Und das war auch eine super, super gute Entscheidung. Ne? Wir haben dann einfach komplett überperformt, mit dem Etat Halbfinale zu spielen, also erste Runde Playoffs Trier rauszuschießen. Da habe ich dann einen Game-Winner geschossen, um die Serie auszugleichen. Also wirklich letzte Sekunde Wurf reingemacht. Krass. Das sind so Sachen, die vergisst man halt nicht. Und dann hat man halt selbst Verantwortung, habe dann da 12 Punkte im Schnitt gemacht, 3 Assists, 3 Rebounds. Also schon auch super effektiv gespielt, war involviert und so weiter und habe mich richtig gezeigt. Und dann kam halt jetzt Gießen und jetzt habe ich halt in Gießen wieder so ein höher dotiertes Team. Robin Benzing ist dabei, Stefan Funtsch, also richtig krasse, gute, gestandene Spieler sind in unserem Team. Und dann ist halt die Rolle jetzt sozusagen wieder ein bisschen kleiner geworden oder halt eher so Spot-Up-3 und Cuts und Verteidigen und halt nicht mehr so viel den Ball in der Hand. Ganz andere User-Trade. Aber wir haben jetzt auch die letzten 9 aus 10 Spielen gewonnen und wir wollen halt jetzt auch mal hier aufsteigen. Ne? Also es ist halt auch wieder andere Rolle, was auch immer, aber ja, ist halt in Gießen Basketball zu spielen, macht einfach richtig Bock, weil die Kultur halt hier so gut ist, die Leidenschaft und die Fans und so, das macht dann immer richtig Spaß. Aber wenn ich dann jetzt so eine direkte Frage zu dem stellen darf, ja. Also wenn du dich jetzt, also einfach hier, nicht jetzt nach der Saison, sondern stand jetzt einfach so aus dem Bauch raus, wenn du dich entscheiden müsstest, du hast ja jetzt viele Situationen schon durch, von irgendwie Easy Credit, du wusstest, was deine Rolle ist, 8 bis 10 Minuten zu Leverkusen Go-To-Guy sein, Game-Winner werfen, so zu wissen, auf mich kommt es drauf an, jetzt zu Gießen wieder so ein Mittelding zwischen so, bist du dann schon so, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber der Go-To-Guy sein in dem Team und dann vielleicht, ja, bei einem Team spielen, was schon auch oben mitspielt, aber jetzt nicht geisteskrank ist vielleicht, oder bist du schon so, dass du dich entscheiden würdest, für den Team-Effort alles zu geben und zu sagen, am Ende steigen wir lieber auf? Richtig krasse Frage, weil genau das habe ich mich auch mal gefragt und ich glaube, generell bin ich wertvoller in einem richtig guten Team als Rollenspieler, als dass ich in einem halb guten, mittleren, schlechten Team als Go-To bei. Okay. Also so, ich glaube, meine Wertigkeit ist als Rollenspieler besser, weil ich halt wirklich auch so, dieses Scorer-Gehen oder dieses, yo, ich bin immer aggressiv und score immer und so weiter, habe ich nicht. Ich bin halt richtig Team und denke halt immer, okay, ich mache einen Shutfake, habe einen Open Pull-Up, aber ich mache trotzdem extra Pass für einen Dreier. Also das ist so das, was mir Rodrigo auch so eingetrichtert hat, dieses, okay, immer Team First. Und dieses Team First, glaube ich, ist, also da bin ich halt einfach wertvoller als Rollenspieler in einem krassen Team. Auch wenn es natürlich mehr Bock macht, Go-To-Guy zu sein. Andererseits muss man auch sagen, als Go-To-Guy, du darfst keinen Off-Day haben. Safe. Deswegen also, war es, glaube ich, immer ein Zwiespalt, diese Frage. Genau. Es macht halt krank Bock, wenn du so ein gegen Rostock 25 gemacht und da denkst du, du bist der König von der Ananas. Ne? Wirklich, also du hast so ein geiles Gefühl, wenn du da ein Spiel lenkst und leitest und dann das Ding gewinnst. Aber dann hast du halt auch Games, wo das Team verliert und du halt am Ende so 2 aus 10 geworfen hast oder so und denkst dann und 3 Turnover und denkst so, Alter, what the fuck, also was geht hier ab? Dann bist du halt komplett niedergeschmettert auch und so, macht schon mehr Spaß, ist halt aber wahrscheinlich für mich, also wahrscheinlich bin ich besser als Rollenspieler in einem besseren Team. Krass, weil ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, das kann man, glaube ich, weiß nicht, kannst du auch noch gleich was dazu sagen, auf jedes Niveau runterbrechen, finde ich so ein bisschen, weil wir reden so oft mit unseren Jungs oder mit wem auch immer darüber und es ist immer diese Entscheidung, okay, will man halt, es kommt natürlich auch noch drauf an, ob du den nächsten, also ist nicht, doch nicht jede Situation gleich, ist immer unterschiedlich, weil wenn man den nächsten Step machen will, dann muss man vielleicht schon eher der Go-To-Guy sein, um dann halt auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch schon Fälle, wo man sich dann vielleicht als Zuschauer eher denkt, oh,
Keine Ahnung, wieso hat der jetzt, wurde der gesigned von einem höheren Team oder sowas, aber dann gibt es ja doch auch Leute, die anscheinend sehen, der ist gut in der Rolle, die er macht. Genau. Und dann habe ich sogar manchmal das Gefühl, das würde mich interessieren, wie du das siehst. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Spieler in der Pro B, die sind gar nicht jetzt so krass von den Stats, aber machen richtig gut ihr Ding fürs Team. Ja. Und ich habe das Gefühl, es ist dann irgendwie für die in Anführungszeichen leichter, in der Pro A dasselbe zu machen, als diese Jungs, die in der Pro B dann, so zum Beispiel ein Bruno Albrecht oder sowas, letztes Jahr in der Pro B bei Hanau gefühlt 25 gemacht, ja, und halt the man gewesen, Greenlight gehabt, alles. Ja, ja. Und dann wechselst du halt zu einem Pro-A-Team, ein Liga drüber, und da spielen dann vier Amis, die genauso gut oder besser sind als, ja, du, und du hast nicht mehr das Greenlight, und dann ist halt die Frage, was gibst du dem Team dann, ja, halt noch? Und das finde ich echt schwierig, sich da so, ja, selbst einzuschätzen zum einen und zum anderen halt auch so diese Entscheidung jede Saison immer wieder neu zu treffen oder zu evaluieren irgendwie. Ja, es gibt Spieler wie Carsten Tada, wie Fabian Black, die können alle gut Basketball spielen, aber das, da wissen alle, dass es nicht so ein richtiger Go-To-Guy war. Also ich glaube, selbst Carsten Tada hat mal dann zum Beispiel in Gießen, war der Go-To-Guy hier mal ein Jahr, und dann ist er wieder als Rollenspieler in ein Top-Team gegangen. Also der hat auch gezeigt, dass er sozusagen in Mittelmeer